Hallo, meine lieben Freunde, wir sind zurück. Die Kamera ist gefixt und die Quest ist beendet. Das bedeutet, ich gebe die jetzt erstmal alle ab. Und hole mir nicht nur die. Was bringt die Schatzkiste in Beutebucht? Ah, okay, wir sind nach Beutebucht. Da wollten wir sowieso als nächstes hin. Das trifft sich wunderbar. Der Umhang ist. Weiß nicht so. Ich kann mir immer noch Gedanken drüber machen. So, und irgendwas war hier ziemlich episch. Nein. Ich glaube, da verzichte ich auf die Willenskraft, weil Mana-Wiederherstellung ist eh so overpowered. Dann nehme ich dann lieber die Intelligenz mit und den Crit-Wert. Oh, es gibt keine weiteren Quests hier. Das heißt, wir können nach Beutebucht gehen. Das finde ich ja ziemlich gut. Du bist da schon, habe ich gesehen. Ja, richtig. Ich versuche hier verzweifelt, einen Juwelier oder einen Bergbaulehrer zu finden. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt einen gibt. Ich kann ja auch mit niemandem reden. Mit niemandem, die mögen dich alle nicht. Das Ja, weiß ich also mit jetzt keiner nicht genau. Wache, die mir sagt, wo es lang geht. Kann ich jetzt leider nicht genau sagen. Also Bergbau müsste eigentlich schon gehen. Alter, wir sind schon bei 68 Gildenerfahrung, also Prozent. Bald haben wir Level 3 und dann können wir 10% schneller reiten. Ist natürlich dann schon nice, wenn du dann 110 mit einem normalen Reittier hast auf Level 40. Da geht was. Ich gucke mal ganz kurz. Hier kann ich auf jeden Fall mal deine Post annehmen. Ja, meine Post kannst du annehmen. Naja, ich muss erstmal meine Viecher heilen. Ich würde nämlich eigentlich. Ah, da fehlt mir noch ein Level. Den bringe ich noch auf Level 10. Und dann probiere ich mich mal an einem PvP-Tierkampf. Ich bin eh schon da. Das ist Beutebucht, das ist der Eingang. In Beutebucht kann ich aber bestimmt auch gegen irgend so ein Vieh kämpfen. Dann mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. Ach, Beutebucht. Wir waren so gerne früher da. Was viel hier Zeit verbracht haben mit Beutebucht. Das ist Beutebucht, Leute. Sieht sogar eigentlich immer noch so aus wie früher, gell? Ja, hier hat sich, naja, ja, weiß Also ich nicht nicht, viel was hat sich treibt sich hier, geändert. glaube ich, rum. Aber nicht viel hat sich getan, das stimmt wohl. Aber hier gibt So. es Quests ohne Ende, Wo möchte war ich das behaupten. Fragezeichen? Unten irgendwo? Oder oben? Nee, das Fragezeichen ist in einem Gebäude und weiter oben, da war ich auch nur kurz drin. Ich kämpfe jetzt mal ganz. Wie die Sicht auf den Haustierkampf ist versperrt, wollt ihr mich verarschen? Und dann kann ich aus der Position auch gar nicht kämpfen. Achten Oben, auf das. okay. Ja, wie gesagt, in irgendeinem Haus saß die Tante, die ist von der Forscherliga. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo ist die Forscherliga? Ich glaube. Jetzt bin ich, glaube ich, runtergefallen, ne? Ah, da ist sie doch. Haha, sitzt auf dem Tisch. Ja, Gnome können das machen, wa? So, mehr ist auch gar nicht. Ach Gott, ja, Kräuterkundelehrerin. hier Nein. der gute Und der Finn. Bodo fällt ins Wasser. Fitzracket, kennst du noch? Ja. Der da völlig besoffen in der Ecke liegt. Ich muss jetzt erstmal, muss ich hier den Greifer aktivieren. So, der war immer da oben. Da konnte man nicht hinreiten. Da musste man über dieses Gebäude, glaube ich, gehen. Ah, hier kann ich auch direkt. Oh, Süßigkeiten. Jawohl. Also hier gibt es auf jeden Fall noch Quests ohne Ende. Alter, wer bin ich denn? Wo auch immer man die machen kann. Der muss ich noch konsumieren. Den muss ich noch konsumieren. Den muss ich noch konsumieren. Zur Hölle, ich glaube, hier gibt es weder einen Bergbaulehrer noch einen Juwelierkunsttypen. Ich kaufe hier gerade ein bisschen ein. Ich kann hier noch nämlich eine Menge konsumieren, was ich noch nicht konsumiert habe. Werde ich dir gerne auch zusenden. Hier konnte man, nee, wo konnte man hier? Ja, hier konnte man doch seinen Ruhestand setzen. Ah, er hier. Du standst früher noch nicht hier.
Dich gab es früher, glaube ich, auch noch gar nicht. So, Beutebucht ist jetzt mein Zuhause. Dann esse ich jetzt erstmal den ganzen Käse hier. Komm! Ach, ich muss mir erst einen Meter bewegen. Schön besoffen werden. Ihr schon mal anfangen, Quests einzusammeln und die nach Möglichkeit zu teilen, oder? Ja, ja. Kannst du gerne machen. Ich bin völlig besoffen. Ja, das sieht dir ähnlich. Oh, da kriegst du ja Augenkrebs. So, ich schick dir den Rest mal zu. Das werde ich noch schnell markieren. Habe ich hier schon Tank eingetragen? Wer hat denn hier Tank eingetragen? Nee, das war ich. Ach du! Cool. Hast du ihn gefragt, was er werden will, ja? Nee, das hat er vorhin. Achso, okay. Schön, dass der Bodo mitdenkt. Sowas will ich sehen, wenn du schon mein Senator hier bist. Mein Senator. Ja, ich habe eingetragen noch hier Spitzname und so, damit man sich hier nicht unbedingt mit den Namen anreden muss. Ich schicke dir jetzt im Übrigen auch wieder ein bisschen was zum Konsumieren. Kannst du machen oder nicht? Oder nicht. Oder nicht. So, und der Balti heißt André. Mensch. Was wollte der eigentlich? Ach, der ist Jäger, der kann nur DD. So, aber Berufe wusste ich von dem noch nicht. So, dann haben wir hier noch den Dominik. Der René wollte Tank und als zweites Heiler, also als Second. Aber hauptsächlich Tank eigentlich. Darum kümmere ich mich auf Erbin. Da müsst ihr jetzt nicht zugucken. Das ist nee, ich sag's so schon. Ja, ja, ich sag, ja, ja, klar. Toll, das sind hier Schlotternachts-Quests, die es hier gibt. Möchtest du die machen? Ja. Dafür müssen wir nach. Ja. Sind wir nach Sturmwind? Die ist wichtig. Zwar. Ist am Arsch der Welt. So, okay. Hier musste man rauf. Das kenne ich ja Gott sei Dank noch. Und da war der Fluglehrer. So, was ist hier mit dem? Zeit zum Feiern. Ich nehme die jetzt einfach mal alle an. Die Schlotternacht oder eine von den Schlotternachtsquests kann ich nicht teilen. Ja, ich sehe dann schon, wo noch was offen ist. Hey, ich will die andere Quest auch annehmen. Darf ich nicht. Was soll denn das? Ah, doch. Jetzt ist ein bisschen buggy hier. Ach nee. Ach, du teilst die mit mir deswegen. Konnte man hier. Hier war ja Horde. Hier ist ja die Horde hingeflogen. Wir waren ja da oben. Stimmt. Oh, oh, da erinnere ich mich an. Oh, oh. Da erinnere ich mich ja an ganz alte Zeiten. Das ist ja völlig verkehrt, was ich hier mache. Wir müssen ja über ein völlig anderes Haus gehen. Mensch, Bodo, das habe ich doch alles gar nicht mehr im Kopf. Piratenbedarf. Mir einen tollen Papagei kaufen. So. Hier über das Haus müssen wir mal gelaufen. Genau. Uah, shit, und daneben gesprungen. Vollgas. Die Musik ist ja wie in Star Wars. Ich komm nicht drauf klar. Das finde ich ja jetzt schon ein bisschen kacke, dass hier kein Bergbaulehrer ist. Ja, bald bin ich doch Level 42, dann kann ich Ports machen. Kriegen das auch noch ein Quest. So, ich gehe mal durch, ob du die schon hast, die hier. Du wirst die wahrscheinlich alle schon haben. Ich will doch eigentlich jetzt nur einen Haustierkampf. Kann ich den mal ganz kurz machen, bitte? Mit die da unten kann ich nicht arbeiten. Du bist in einem Sichtfeld, das nicht funktioniert. Immer noch besoffen, kann das sein? Das Bild sieht noch so komisch aus. Da hinten ist noch ein Ausrufezeichen für mich. Das ist von Captain. Oh, da muss ich irgendwas lieben. Die Werftratte. Läuft. Hallo. Man sieht sie. So. Dann hätte ich die auch.
Ach Gottchen, da hinten ist Morak, der Spalter. Der Riese. So, kommst du hier jetzt zum Questen oder willst du uns mal wieder für den Dungeon eintragen? Jetzt will ich erstmal sehen, ob wir Chillst du dieselben da? Quests haben. Wir haben dieselben Quests. Ja, Gut. leck mich am Arsch. Da habe ich einfach mal den Gruselkürbis als Haustier. Wo hast du denn den jetzt her? Ach so, in dieser dein Säckchen. Ja. Und ich habe die weibliche Trollmaske. Yes! Cool. Ja, GZ. Gruselkürbis. Ah, dein Haustier oder was? Ja. Ja, ist doch Der sieht praktisch. eigentlich ziemlich geil aus, den hol ich mal raus. Und wie viel es von den Mistviechern gibt, ist ja Wahnsinn. Ja, ist echt brutal, ne? Joa, wie wollen wir es jetzt machen? Machen wir einfach weiter und ich trage uns nebenbei noch fürs Scharlachrote Kloster ein. Ja. Machen wir. Ich habe uns auch nochmal für die Hallen eingetragen, also ich habe zufälliger Dungeon gemacht, weil da gibt es ja immer ganz nette Boni. Weil der ging jetzt schnell. Da waren wir ja in 8 Minuten durch oder so. Den mache ich auch nochmal, wenn es ist. Damit wir wenigstens die Belohnung und die Erfahrung extra kriegen. So, wo gehen wir zuerst hin? Zu 3, zu 1, zu 2? Erstmal zum Eisen. Okay, dann gehe ich zu 3. Also am Strand. Ich gehe zum Strand, Bodo. Ah, wo Schön bist du dran jetzt vorbei. denn? Zur 3. Da soll ich irgendeine Truhe finden. Smooth Truhe. Ist sie schon gelootet worden oder ist sie Papierrat im Wasser? Smooth. Ja. Ach was. Das ging ja schnell. Wenn denn der Heiler. Wow. Das ging ja wirklich schnell. Wir sind zwar wieder in den Hallen, aber ganz ehrlich, das ist nicht wild. Die mache ich gerne nochmal. Das ging so schnell. Vielleicht ist ja diesmal ein netter Drop dabei. Wer tankt hier eigentlich? Der Krieger. Bogenschützen, greift an! Noch einer liegt. Diesmal will ich auch so ein Schild haben. Nicht nach. Schießt weiter! Lasst niemanden entkommen! Jawohl! Jetzt hab ich mal so ein Schild. Nein, ich bin tot. Wie, du bist tot? Seid ihr alle besoffen? Ich bin auch tot. Ist denn jetzt los? Ja, ich chill da mal hart. Ihr macht das schon. Was war denn das bitte? Ach so, da reinlaufen ist vielleicht schneller, ne? Das geht definitiv schneller, ja. Ja, lauf ich rein. Hä, was war das denn? Warum sind wir bitte gerade alle verreckt? Wo ist denn der Eingang? Das wäre jetzt nochmal die Frage. Ich weiß das. Das war jetzt aber echt seltsam. Total alle Buffs weg. Die sind hier immer noch am Werkeln. Ich komme noch rechtzeitig. Darf sogar noch. Okay, keinen Schaden mehr machen. Bin deswegen auch nicht beteiligt am Boss-Drop. Ist mir aber auch wurscht. Wayne. Was ist denn hier? Blassblatt. Das darf ich ja immer noch nicht machen, verdammte Scheiße. Habt ihr was gehört, Jungs? Ja, wir machen den jetzt für den zufälligen Dungeon Drop und dann machen wir das Kloster. Bewusst. Oh, okay, hier sollte ich vielleicht nicht stehen bei den Hunden.
Heilung, Heilung. Sehr nett, danke schön. Jetzt sollte ich auch einfach mal mein Ding machen. Oh geil, ich habe endlich langsamer Fall. Das heißt, wir können jetzt, egal wo wir sind, einfach runterjumpen, ohne dass uns was passiert. Ich schlag auch nochmal mit dem Stock ab. Drauf. Armschienen, Kette, nix für mich. So viele Hunde.